So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. In dem heutigen Video wollte ich euch zeigen, wie ihr eine PlayStation 4 Pro reinigen könnt, die Wärmeleitpaste neu machen könnt, dass das Ding wieder ein paar Jahre laufen soll. So, wir brauchen die MX4, meiner Meinung nach die beste Wärmeleitpaste für Konsolen. Lasst euch bitte nichts anderes aufschwatzen, ist die beste Wärmeleitpaste für Konsolen. Dann brauchen wir jetzt so einen Abschminkpinsel, keine Ahnung. Gibt es für 2-3 Euro im Ding im Müller. Dann brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher. Ich nehme den kleinen hier, es gibt ja auch einen groß, aber ist egal. Und einen Torx. So. Dann brauchen wir, ich habe hier 3 Becher für 3 verschiedene Schraubenarten, die in der PlayStation 4 Pro verbaut sind, dass ich nachher auch untereinander unterscheiden kann. Dann brauchen wir eine Küchenrolle. Und wenn ihr habt, so Alkoholtücher für die Wärmeleitpaste zum Rest entfernen von der Wärmeleitpaste. Alkoholtücher sind echt gut dafür. Es gibt auch spezielle Wärmeleitpasten-Entfernungssachen, genau. So. Dann brauchen wir noch Druckluft aus der Dose oder irgendwie Luft, um, wäre ganz gut, wenn nicht, dann haben wir einen Pinsel noch zur Not. Und einen Staubsauger. Wenn wir das alles haben, ist noch wichtig zu erwähnen, wenn ihr die PlayStation 4 öffnet, müsst ihr die Garantiesiegel entfernen. Wie ihr schon sagt, Garantiesiegel, macht sie ab. Ihr habt keine Garantie mehr auf eure PlayStation 4 Pro. So, das war genug Blabla, würde ich sagen. Kommt mein Intro und nach dem Intro geht's los. So, Intro vorbei, PlayStation ist auch soweit. So, bevor wir jetzt anfangen, überhaupt hier mit Garantiesiegel entfernen, rumschrauben, macht den Deckel ab. Zwei Hände, drei Hände unten reingreifen, zack. Mein Euch wird ein bisschen schwieriger gehen, mein Deckel hat ihn öfter abgenommen. Deswegen ist der auch ein bisschen leichter und nach hinten schieben. So, Deckel ab. Meine PlayStation, wie ihr seht, ist picobello sauber. Ich habe sie aber erst gereinigt. Und so, und jetzt schauen wir mal hin. Der Lüfter. Picobello. Wenn ihr so eine PlayStation vorfindet, scheiß drauf. Macht Deckel wieder drauf. Nimm sie noch her, verwendet sie noch. Dann habe ich auch keine Gefahr, die wer kaputt macht. Die sieht super top aus von innen. Könnt ihr noch lassen. So, jetzt habt ihr hier Hunde, Katzenhaare, weiß ich nicht, was da drinnen sein kann, Staub, vielleicht auch Haare von eurer Freundin oder was auch immer. So, die überhitzt, reinigt sie. Dazu, jetzt schauen wir jetzt an, okay, jetzt die, sie ist okay, gut, die ist schmutzig, muss gereinigt werden. So, jetzt haben wir hier hinten die Garantiesiegel. Da habe ich eins und da habe ich eins. Ich glaube, die erste Version hat sogar hier noch irgendwo eins. Das ist die zweite Version. So, genau. Garantiesiegel entfernen von den ganzen Sachen. Festplatte hier öffnen. Ihr seht, ich klebe es einfach mit der Hand raus. Das ist kein Hexenwerk, geht einfach raus. Teil an die Seite legen. Achtet auf den Untergrund, dass ihr nicht kaputt macht. Hier ist eine Schraube. Aufschrauben. Schraube im Becher. Schlitten von der Festplatte rausschieben. Festplatte, ich habe eine SSD. Ich empfehle es jedem, eine SSD einzubauen in eure PlayStation 4 Pro. Es lohnt sich auf jeden Fall. So. Haben wir das gemacht, dann brauchen wir so einen Torx. Weil wir haben ja die Schrauben drinnen. Ich habe eine drinnen. Ich glaube, die alte hat 3 drinnen. Die Schraube aufschrauben. Ich versuche, dass ihr sie ein bisschen seht. So, Schraube ist auf. Schraube ist magnetisch und hängt. Becher. Aber ich habe nur einen, die können wir dir zusammenlegen. So. Jetzt hat er,
Bei der zweiten Generation ist hier eine Schraube, aber hier ist so ein Clips drinnen. Müsst ihr echt gut aufpassen. Wo ist er denn? Hier ist so ein Clips drinnen. Das wird ihn jetzt nicht kaputt machen. Müsst ihr gut aufpassen. Wieder was zum Anheben suchen. Ja, da habe ich was gefunden. Da nicht. Also irgendwie ist dessen gerade ein bisschen. Haben wir so ein Werkzeug geholt, bisschen verbogen, aber tut seinen Zweck. Das wird jetzt hier ein bisschen. Das haben Sie gesehen, hier unten. Könnt ihr auch mit einem normalen Schlitzschraubenzieher machen, dass wir das hier ein bisschen rausheben. Dass wir es dann eigentlich hochheben können, das Ganze. So. Ja, es sieht ein bisschen gefährlich an, aber wenn ihr vorsichtig angeht, soll es eigentlich gehen. So. Deckel ab. Ja, jetzt hat er. So. Unterschieben. Also extra jetzt gelassen. Damit ihr seht, dass das echt eine Scheißarbeit ist. Immer daran denken, je vorsichtiger ihr arbeitet, desto besser ist es. Vielleicht kann ich euch auch mal einen Clips zeigen, wie ich meinte. Und zwar hier, hier und hier. Hier ist die Schraube drin, da ist ein, und da ist ein Clips. Seht ihr das da? So, die meinte ich vorhin. So, das ist jetzt die PlayStation. Darf ich vorstellen? PlayStation 4. So, jetzt haben wir hier lauter verschiedene Schrauben. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Jetzt haben wir hier lauter verschiedene Schrauben. Was können wir machen? Besten Fall ein Foto. Im besten Fall einfach ein Foto machen. Foto machen. Jetzt nehmen wir den Punkt, was ich vergessen habe. Mal ein anderes Telefonzoom für ein Foto. So, ich muss ganz kurz mein Telefon holen. Wir sehen uns aber gleich wieder, beziehungsweise ich bin gleich wieder da. So, ich habe mein Telefon geholt. Ich selber mache mir auch gerne ein Foto. So, ihr habt es gesehen, ich habe jetzt einfach die Dinge abfotografiert. Kann ich das mit dem Handy auf dem Handy zeigen? Probieren wir es mal, oder? Ihr seht, ich habe mir jetzt die Dinge abfotografiert. Macht es am besten auch, ihr erklärt nur für die, die es nicht gemacht haben. Kreuz ist hier oben ein Kreuz drinnen. Hier ist Torx, hier ist Torx, hier ist Kreuz, 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 Kreuz. Torx, Torx. Torx, Kreuz, Torx, Torx. Hier oben nicht auch eine Schraube rein, die habe ich gestern vergessen, fällt mir gerade so auf. Kreuz, Torx, 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 Kreuz, 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 Torx, 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 Torx. So. Für die Leute, die kein Foto gemacht haben, hoffe ich, dass ich ein bisschen helfen konnte mit den Schrauben. Fangen wir an. Das nächste Teil, wieder umdrehen. Yep. Hier sind zwei Schrauben und hier sind zwei Schrauben. Die müssen wir lösen. Übrigens, ihr seht immer den kleinen Pfeil hier neben den Netzteilen. Richtig cool. Da wisst ihr immer, wann und wo eine Schraube reinkommt. So, Torx. Torx. Lange Torx. Jedenfalls eine lange Torx. Nimmt am besten dieses Eisending hier runter. Komm. Was nicht rumflattert. Flattert nicht rum. Umdrehen. Netzteil ist hier unten. Wo war das Netzteil jetzt? Also ich sag, ja. Hier, genau, hier unten das Netzteil. Hier. Hier drunter ist das Netzteil. Und die. Die glaube ich. Muss ich selber schauen, ob wir da bei Schrauben das Netzteil festhalten. Und deswegen schrauben wir die paar Torx-Schrauben raus.
So, das Telefon ist ausgegangen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen weitergearbeitet ohne euch. Aber ich denke, die ganzen Torx-Schrauben habe ich jetzt rausgedreht hier, die hier waren. Hier sind noch zwei, aber gerade im unteren Bereich habe ich rausgedreht an Torx-Schrauben. So, und dann drehen wir das ganze Gerät um. So, mir bei euch nicht so zeigen, wie bei mir jetzt gerade ist. Das Netzteil kam mir entgegen. Ich wollte aber nicht nochmal rausziehen, weil jedes Mal, wenn ihr es rauszieht, riskiert ihr, dass ihr das Kabel kaputt macht. So, Netzteil ist drinnen, ganz fest drinnen. Wackelt, 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 wackelt. Greift irgendwo, wo es geht und versucht es ganz langsam rauszuziehen. Ganz, ganz langsam. Das Kabel hängt bei euch dann noch drinnen, aber deswegen wollte ich nicht mehr reinstecken, weil eben, je öfter ihr es rauszieht, desto mehr geht es kaputt, deswegen ist die Gefahr drinnen. Um das Kabel rauszubekommen, wackelt, 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 bis es locker wieder rausgeht. Ohne Kraft, ohne Gewalt. So, jetzt sind wir ungefähr wieder gleich weit. Also nochmal kurz für euch, da ich nicht nochmal alles noch dreimal drehen wollte. Alle Torx-Schrauben, ihr seht, rausschrauben, die ganzen Torx, gerade im unteren Bereich hier rausschrauben. Umdrehen. Netzteil irgendwie packen, dass ihr es langsam und sicher rauswackeln könnt. Achtung, Kabel. Das Kabel hier trennen am Netzteil. Und genau, dann geht's weiter. So. Dann drehen wir weiter die Torx-Schrauben raus. Da ist eine Torx. Da ist eine Torx. Alle Torx draußen, wir brauchen dann noch ein kleines Kreuz und schrauben mal die Kreuzschrauben raus. Deswegen habe ich euch gesagt, am besten nimmt drei Becher oder vier Becher für die ganzen unterschiedlichen Schraubenarten. So. Seid ja vorsichtig mit dem Ganzen, weil ich weiß nicht, wo man die Teile bestellen kann. Vielleicht auf eBay, vielleicht bei Konrad, wenn ihr ein Kabel kaputt macht, aber ist halt auch ärgerlich. Macht es mit Gefühl, denkt dran. Mit Kraft arbeiten, gerade bei so Kleinigkeiten, das ist nie gut. Arbeitet lieber mit mehr Gefühl und weniger Kraft. Hat das gleichen Sinn, den gleichen Effekt. Aber ihr macht nichts kaputt. Und jetzt hätte ich hier Schraube, vielleicht kann ich euch da mal einen Gefallen bitten. Ich werde unten einen Kanal verlinken. Das ist der Kanal, den ich unten verlinke. Von meinem Bruder, die Tochter, möchte auch mit YouTube anfangen, macht solche Spielzeugvideos. Vielleicht kann der ein oder andere ihr einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Ich denke, da freut sie sich. So. Es sind schon wahnsinnig viele Schrauben, die das ganze Gehäuse festhalten. Aber kein Problem, machen wir. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwas nicht könnt, ihr könnt mich gerne auf Facebook erreichen unter Grauer Wolf. Da stehe ich oder bin ich oft online für euch oder helfe euch bei vielen Fragen rund um das Thema PlayStation. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch gerne schreiben. Und bevor ich vergesse, wenn euch das gefällt, was ich mache, gerade der PlayStation, zurück zu den Wurzeln von Grauer Wolf, lasst mir bitte ein Abo da. Ich werde demnächst auch mal eine PS5 auseinanderschrauben. Aber es dauert wohl noch ein bisschen, weil man will ja nicht die Garantie verlieren von so Geräten. So. Alle Schrauben ab. Kontrolliert nochmal
Die ist unwichtig. Die ist wichtig, kommt raus. So. Die ist wichtig, kommt raus. Das mal eben kontrolliert nochmal, bevor ihr irgendwo rumreißt und nachher doch ein Kabel dran hängt oder irgendeine Kleinigkeit. Ist doof. So. Soweit ist alles draußen, es wackelt, ja, sieht gut aus. Dann, Achtung, Antennenkabel kommt hier, einfach hochheben. Bisschen wackeln. Weg, so. Das hier. Bisschen wackeln, weg. Das hier, bisschen wackeln, ganz, ganz langsam hochheben. Das sollte eigentlich gehen, ihr seht selber, also irgendwie... Ist jetzt doch mit Kraft zu arbeiten. So. Jetzt hat der Moment, ich habe eine Pinzette. Damit könnt ihr perfekt das blaue Ding hier greifen. Rausziehen. Diese blauen Laschen greifen. Rausziehen, rausziehen. Ja, hier oben, ihr seht das Schwarze hier. Einfach mit dem Fingernagel nach oben klipsen, zack, jetzt ist oben, rausziehen. Das blaue hier, rausziehen, rausziehen. Alle Kabel gelöst. Nein, hier oben noch eins. So, das ist ein richtiges doofes Kabel. Versucht es irgendwie zu greifen und ihr seht es. Ich mache das ganz ohne Kraft. Ich tue einfach wirklich nur wackeln. Ganz, 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 ganz bisschen Kraft drauf wirken. Ich sehe, ich habe sie gepackt. Pinzette, Zange, aber denkt dran, Leute, denkt immer dran. Je vorsichtiger ihr das macht, desto weniger läuft ihr überhaupt Gefahr, dass ihr das kaputt macht. So. Und hier seht ihr das ganze Kabel. Gedöns ja hier noch. Haben wir die Platte. Wie gesagt, bei mir sieht es relativ sauber alles aus, weil ich die eben schon erst gemacht habe. So, zur Erklärung kurz, APU, das sind die, oh, ich komme jetzt nicht drauf, Kondensatoren, ja, vielleicht fällt mir ein, dann sage ich es nachher nochmal. So, dann schauen wir noch ganz kurz nach, alle Kabel ab, das sieht alles super gut aus, weil bevor wir jetzt hier anfangen, seid euch sicher, dass ihr auch alles habt, die Wärmeleitpaste, die richtige Wärmeleitpaste. Und ja, dann fangen wir an, würde ich sagen. Ah, Moment mal, was ich noch vergessen habe, was ich euch noch zeigen wollte. Kurzen Augenblick. Ich habe da noch was. Das hier. 1 mm dicke Artic MX4 Artic Wärmeleitpads. Das sind die Dinger hier drauf. Ja, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich meine. Ihr seht selber, aber das sind die Dinger hier oben drauf. Achtet drauf, achtet unbedingt drauf, dass die alle von hier unten alle weg sind, dass alle hier drauf noch kleben, die ganzen Pads. Achtet da drauf. Wenn eins kaputt ist, Leute, 1 mm dicke, ich empfehle die von Artic, diese Wärmeleitpads, einfach in der Größe, wie sie braucht, ausschneiden. Und draufkleben. Ist besser, als sich eure PlayStation kaputt macht. So, soweit so gut. Wir schrauben jetzt die zwei Philips-Schrauben. Drehen wir jetzt auf jeden Fall raus. Für die APU. So, Leute, da muss ich auch noch kurz was sagen, bevor ich nachher vergesse. Das sind Schrauben. Ich nehme keinen Schraubenzieher, muss ich den großen dafür. Das sind Schrauben, das sind die Anpressdruckschrauben. Die heißen so, weil die das kleine Blech damit Druck auf die APU bringen, dass die APU wirklich auch Kontakt hat. Und viele haben das Problem, dass sie da
das Blech falsch schon draufsetzen oder habe ich zu wenig Anpressdruck bekommen? Was passiert mit der PlayStation? Zu wenig Anpressdruck, ihr habt das Problem, die Leuchte blau geht aus. Oftmals ist an diesen beiden Schrauben. So, das hier auch noch einfach abnehmen. So. Jetzt haben wir das vor uns liegen. Jetzt schauen wir natürlich nochmal, ist irgendwo eine Schraube drinnen. Nein, es ist keine Schraube drinnen. So, dann ganz vorsichtig das Board entnehmen. Ihr seht es, vorsichtig wegen dem Kabel, ganz langsam, ganz vorsichtig. So. Das ist die APU. Das ist der Kühler. Lalalop. Ich muss kurz mal woanders hinlegen. Also am besten auf nichts Metallisches euer Board legen. Bestenfall Plastik oder auf irgendwie auf Küchenrolle oder sowas drauflegen. Bestes. So. Hier haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pads. Ich glaube, die sind auch 1 mm dick. Könnte ich mal kurz schauen. Moment mal. Ja. Soll auch 1 mm sein. Also achte auch, dass die da sind. Wenn die alt, schwarz ausschauen, macht die neu. Kostet nicht die Welt. Aber eure PlayStation könnt damit retten. So, was gibt es hier noch groß zu sagen? Das hier ist irgendwie so ein kleines Blech. Ich kann ein Bild davon einblenden, wenn es abbaut. Könnt ihr aber drauf lassen, ist nicht weiter schlimm. Ist nur so eine Halterung wahrscheinlich von dem Ganzen. So, dann brauchen wir die Küchenrolle. Ein Blatt Küchenrolle reicht. Wir entfernen jetzt bei mir, wie gesagt, ich habe sie jetzt gemacht, deswegen geht es bei mir wunderbar flüssig ab. Also euch müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen kratzen. Aber genau. So, wenn sie ab ist, habe ich ja gesagt, ein Alkoholtuch. Auf, ein richtig cooles Teil. Dann einfach nochmal drüber gehen. Also ihr könnt damit ruhig rüber gehen, das ist das Schöne am Alkoholtuch, ist, das verdunstet so schnell. Jetzt können wir das alles dann auch reinigen. Super ist, es verdunstet ganz, ganz schnell. Also auch keine Rückstände. So, was? Oh Bord, oh Bord, wo bist du los? So, Bord. Ebenfalls hier die Wärmeleitplatte entfernen. Ich mache es mit dem Alkoholtuch. Könnt ihr aber auch, wie gesagt, mit anderen Sachen machen. So wie Küchenrolle. Das steht, das entfernt sich jetzt eigentlich ganz prima bei mir sowieso, weil ich habe es ja jetzt gemacht. Und jetzt muss ich eigentlich auch schon mal gleich schimpfen mit Johnny. Und durch den Müll und den Tisch oder so. Muss ich gleich mal mit Sony schimpfen, also ich weiß nicht wie, aber ich finde eine Sauerei. Hier unten war alles gestern voll, weil mir die ganzen Temperaturkühler, Messdinger hier, wie warm das wird. Überall Wärmeleitpaste drauf, Leute. Also widerlich, ja, hier ist gestern gereinigt. Damit ist euch heute alles bestenfalls fehlerfrei erklären kann. Und wie gesagt, ehrlich Leute, das habe ich bei keiner PlayStation, normalen PlayStation 4 gesehen, was sie jetzt hier gemacht haben. Ihr seht vielleicht hier noch die Reste. Ich gehe rüber, ihr seht, es geht nicht ab. Das war Sony. Also ehrlich Leute, da muss ich echt sagen, schaut, dass ihr eure, wie heißen die, weiß ich gerade nicht, aber dass ihr diese Dinge hier so gut wie es geht sauber macht. Achtet darauf, das ist wirklich wichtig. Weil dadurch merkt eure APU, wie warm ich werde, beziehungsweise wie warm sie wird, nicht wie warm ich werde. Und dementsprechend würde den Lüfter durchdrehen und wenn da was drauf ist und dann natürlich klar wieder wärmer. Und genau. So. Jetzt haben wir das hier. Hier sind auch noch Schrauben drin. 1, 2. Das hier ist noch mehr für die Lamellen. 1, 2.
Das hier habe ich gestern auch abgeschraubt, weil ich dachte, vielleicht ist was Wichtiges unten drinnen, aber ist nichts Wichtiges drinnen. Zwei, ich prüfe immer noch mal nach, nicht, dass ich vielleicht eine Schraube gestern vergessen habe oder ihr irgendwas vergessen habt. Schaut immer noch mal genau nach mit Adleraugen, dass alles da ist. So, das hier raus. Langsam, ich rausreißen. Ganz langsam raus. Ganz langsam. Ich sag, bei mir ist es picobello sauber. Warum? Habe ich schon gesagt, ich habe es gestern erst gemacht. Perfekt durchschauen, wunderschöne Arbeit, wunderschön. Ich will mich nicht selber loben, aber perfekt gemacht. So. So, bei euch wird es wahrscheinlich nicht so perfekt aussehen, denke ich jetzt mal, wenn ihr es lange nicht gemacht habt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich muss was trinken. Wenn es mal so perfekt aussieht, dann solltet ihr in der PlayStation spielen. Lüfter haben wir hier eine Schraube und hier eine Schraube. Ihr seht vielleicht diese kleinen Pfeile hier. Ich versuche es nochmal zu zeigen. Nein, ihr seht ihr selber. Ihr seht, ihr habt diese Pfeile drauf, wo Schrauben reinkommen. Macht die auch auf. Legt die Schrauben am besten von den vier Schrauben, die das sind. Legt diese am besten an die Seite. Warum? Damit ihr nachher nicht die mit den anderen Schrauben mischt. Das sind nämlich andere wie die anderen Schrauben und genau dann steht ihr nachher blöd da, welche war welche. Legt die woanders hin. Lüfter ist draußen. So. Kurze Info am Rande: Hier ist das Laufwerk drinnen. Wenn ihr es rausbauen wollt, habt ihr hier eine Schraube, hier und hier. Schraubt die raus. Blub, 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 blub. Nimmt das Laufwerk raus, tut es neu rein, macht es rein. So. Wirklich viel am Laufwerk will ich nicht rumschrauben bei der PS4 Pro. Weil. Ja, es ist unnützig, als wenn ihr es rausholen wollt. Warum auch immer, weil ihr rumspielen wollt, macht es, meint es funktioniert. Und ihr wisst ja, wenn es funktioniert, warum dann in das System eingreifen, was funktioniert. Im Endeffekt macht ihr mehr kaputt, wie das ihr heil macht. So. Das wäre nur so das Laufwerk noch, wenn ihr es ausbauen wollt. Genau. Und dann, hier ist ein Hundehaar, ich weiß nicht, wie ihr seht, krass. So, jetzt brauchen wir den Kosmetikpinsel. Pinseln wir hier alles ab. Kurz, ganz oberflächlich. Ich mache es nicht ordentlich, weil meine ist eigentlich relativ sauber. Wir pinseln das hier alles ab. Lalalala. Ihr pinselt das alles super schön ab. So. Dann pinselt ihr alles, ihr pinselt wirklich jedes einzelne Teil so super einfach ab. Wenn ihr alles abgepinselt habt, Lüfter ebenfalls abpinseln. So. Als kleinen Tipp macht es mit dem Lüfter oder wo viel Staub drauf ist, am besten draußen auf dem Balkon. Oder nimmt einen Staubsauger, haltet ihn so hin, dass er gleich den Staub einsaugt. Macht ihn wirklich sauber, passt auf, dass alles trocken ist. So, wenn ihr das gemacht habt, aber immer noch nicht zufrieden seid, ich habe gesagt, mit Druckluft aus der Dose oder aber, ihr habt hier so einen kleinen Kompressor. Das mal anschalten. Macht es mit dem Kompressor, Druckluft aus der Dose und so weiter und so fort. Bestenfalls habt ihr jemanden zweiten da, der dann den Staubsauger hinhält. Ich zeige euch mal, wie ich meine, der dann den Staubsauger so hinhält. Quasi hält den Staubsauger so. Und was ihr machen müsst, ist, ich zeige euch am besten, komm mal her. Komm mal her. Halt mal mit dem Staubsauger so, geh hinter mich. Hinten rum, halt den Staubsauger bitte so. So, genau, so, dann hält ihn einer. Ich mache jetzt extra nicht an, sonst ist es zu laut. Der andere geht dann wieder.
Luft oder von mir aus pustet der, keine Ahnung. Oder mit dem Pinsel, wenn ihr den hält, den Staubsauger, einer oder zwei, so durch, dass der Staub, der sich da drinnen löst, gleich durchgesogen wird, dass er gleich durchgezaugt wird und nicht da irgendwie dann die da unten wieder absetzt und drinnen ist. Deswegen macht es so mit dem Staubsauger, geht auf die andere Seite, geht durch. So. Übrigens, Dankeschön. So. Und wenn dann alles sauber ist, von dem Zeug dann. Müssen wir jetzt aufpassen. So, haben wir hier Küchenrolle. Und das Herzstück. Pinsel nehmen. Schön abpinseln. Wieder, wie gesagt, mit dem Staubsauger. Am besten ist es, wenn ihr das zweit macht. Einer hält ihn, der andere pinselt quasi den Staub runter und der andere saugt das alles so gleich ein. Ich mache jetzt nicht den Staubsauger an, sonst würdet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr hören. So, genau. Das Ganze umdrehen, aufpassen, dass ihr nichts kaputt macht. Ebenfalls wieder schön abpinseln, gleich einsaugen lassen das Ganze. Übrigens, bei mir ist hier Kleber gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch habt. Bei mir war da drauf Kleber. Ich muss sagen, die PS4, also die zweite Generation, ist grottenschlecht verarbeitet. Habe ich noch nie gesehen. So, eine Scheißverarbeitung. So, alles sauber gemacht. Na, Moment mal. Achtet auf diese Pads, dass alle noch da sind. 8 Pads, achtet auf, dass sie noch da sind. Nicht, dass ihr nachher das große Suchen anfängt. So, fertig. Ich habe jetzt alles soweit sauber gemacht. Alles schön, alles ordentlich. Ich lasse mal liegen. Ihr habt jetzt alles schön, ihr habt alles ordentlich sauber gemacht. Nein, lass es nicht liegen. Wir bauen wieder zusammen. So. Da habe ich sogar noch Haare. Im Moment, ich muss es doch saugen. Entschuldigung, Freunde. So, da waren nur Hundehaare von meinem Hund. Und genau. So. Dann kommt jetzt der Zahnbau. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Lüfter wieder rauf. Hier sind so kleine. Was ist denn das? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So kleine Plastikdinger halt. Jetzt habe ich die Schrauben in die Seite gelegt. So. Ich gehe auf die Knie. Um das da wieder reinzuschrauben. Eine da, ihr seht die Pfeile. Wo die Pfeile sind, schraubt es rein. So, Lüfter ist drinnen. Danach brauchen wir den, die Lamellen, den Lamellen, den, das Teil hier halt, ihr wisst schon, was ich meine. Achtung, aufpassen, dass es richtig um drauf ist und natürlich, dass die ganzen Kabel nicht drunter liegen. Drei von den Kabeln hier. Etliche von den Kabeln hier, aber sieht alles gut aus. So. Drinnen. Sekunde hat da rein, aber wichtig ist, dass wir wirklich, Leute, lasst euch Zeit.
Sag jetzt nicht so, ich muss in einer Stunde zu meiner Freundin laufen. 2 Stunden, ich mach das jetzt schnell. Macht's in Ruhe, macht es morgen. Hauptsache, es ist ordentlich. So, jetzt wieder hier nach den Pfeilen schauen, wo die reinkommen. Da ist ein Pfeil, da kommt es rein. Und ebenfalls hier. Ein Fall. Drinnen, drinnen, denkt immer dran. Nach fest kommt ab. So, achtet darauf, dass da nicht immer ein Lüfter eingeklemmt ist, bevor ihr alles zusammenbaut. Dreht nochmal, das habe ich auch schon ein, zwei Mal die Frage gehabt. Du grauer Wolf, bei mir klappert was, wenn die PlayStation angeht. Manchmal ist hier irgendwas drinnen, ein Teil eigentlich verbogen. Und dann tick, 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 tick. So, blödes Geräusch. So, an die Seite legen. Was auch in den Dreck liegt. Legt euch unbedingt ein Tuch runter. Legt euch unbedingt ein Tuch runter. Weil jetzt kommt die Wärmeleitpaste. Genau. Geht mit eurer Freundin Eis essen, nehmt den Plastiklöffel mit und oder mit eurer Frau oder mit eurem besten Kumpel oder mit wem auch immer. Nehmt den Plastiklöffel mit. Der eignet sich perfekt für das Reinigen. So, hier eine Küchenrolle hier bereitgelegt und abputzen. Die tut es immer ein bisschen. Mache ich immer, bei jeder, immer wenn ich mache, auch wenn ich neu gekauft habe. Den ersten Punkt durch immer rausdrücken und wegmachen. So, dann macht ihr eine Erbsengroße. Große Erbse. So, eine Erbsengroße Wärmeleitpaste drauf. Viele lassen die so drauf und durch den Druck wird es verteilt sich selber. Ich bin eher so der Streichtyp. Ich streiche dann wie ihr, verstreiche sie. Wie immer, Leute. Macht es langsam, macht es ruhig. Und so. Wisst ihr was, Leute? Ich mache das schnell drauf. Ich glaube, ich werde kein Video machen. Und genau. Dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem wenn die drauf ist. Ich zeige es euch gleich und dann sehen wir uns gleich wieder. 2000 Jahre später. So, ich bin wieder da. Mir ist auch aufgefallen, ich habe ein doofes T-Shirt angezogen. Ja, wollte noch entschuldigen dafür, wegen dem T-Shirt, was ich anhabe. Ich bin kein Nazi, ich bin keiner für Deutschland, gegen Deutschland, aber ich weiß gar nicht, warum ich das T-Shirt noch habe. Das ist schon uralt und weiß ich nicht warum. Aber es geht ja auch nicht ums T-Shirt. Es geht um die PlayStation 4. Ist mir gerade nur aufgefallen. So, ihr seht, es ist ganz dünn aufgetragen. Und ja, genau. So. Dann würde ich sagen, wenn es aufgetragen ist, schauen wir nach, ob alles funktioniert. Alles da. Also, ihr seht, die Punkte immer kontrollieren, die noch da sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit es aufgetragen ist, nehmen wir das wieder. Stellen es erstmal zur Seite. So, wenn ich hier gerade dabei bin, mal aufbauen. Nochmal Entschuldigung für das T-Shirt, was ich anhabe, das hat überhaupt nichts. Mit meiner politischen Einstellung zu tun hat es auch nichts. Ich fand es immer schön. Und genau, das nur vorweg so als klein nebenbei. So, ihr seht, die Dinger sind noch alle drauf. Achtet da drauf. Achtet darauf, dass die drauf sind. So, dann schaut euch die Ausrichtung an von eurem Ding. Ihr seht jetzt, was ich meine mit Ausrichtung. Schaut so, dass es irgendwie, dass ihr es am besten halten könnt. Das Board, dass es geht alles. Achtet auf das Kabel.
dass das Kabel da unten durchkommt. Und dann geht's rein. Nicht drauf drücken, nicht irgendwie mit Gewalt drauf quetschen. Hauptsache, das geht da drauf. Weil das geht meistens schief. Macht lieber in Ruhe. Sieht das jetzt so rum? Na, irgendwie. Also ihr seht es, das ist eine tolle Arbeit. So, wenn es da mal drinnen ist, achtet unbedingt auf die Kabel. So. Dann ist es drinnen. Da zuerst und nach hinten da rein machen. Nicht viel drauf rumdrücken, drum machen. Die Wärmeleitpaste verteilt sich dann durch den Anpressdruck. Und genau. So, dann haben wir es gemacht. Dann den Lüfter, den können wir auch später festmachen. Wir machen jetzt erstmal den anderen schon mal fertig. Wo habe ich das? Habe ich nicht. Nein, das, da habe ich es hingelegt. So. Das Ding hier. Denk bitte dran. Kurz abpinseln. Nochmal nicht abpinseln, absaugen. Hauptsache, es sind keine Haare da. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr alles haarfrei habt. So. Da kommt das Ding hier drauf. Ist drauf. So, dann kommt das hier drauf. So, und dann, jetzt müssen wir ganz, ganz gut aufpassen. Drauf. Stopp, ihr seht, das ist nicht richtig, nur ein bisschen drinnen. Das nächste. Bisschen drehen. Stopp. Hier wieder ein bisschen drehen. 3, 4, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp. 1, 2, 3, 4, stopp. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also wirklich nicht die eine durchdrehen bis zum Ende und dann die nächste durchdrehen bis zum Ende, sondern bis zum Ende drehen, aber abwechselnd drehen. Aus dem Grund, dass die Wärmeleitpaste, die hier unter befindet, sich schön gleichmäßig verteilt. Wenn ihr es runterdreht, dann macht der ganze Block erstmal nach da, die ganze Wärmeleitpaste, dann wieder da runter und dann geht es da aus der Ecke raus. Das ist, was wir nicht wollen. So. Haben wir das drauf, seht ihr. Die Schrauben bitte richtig fest drauf drehen. Jetzt nicht das, oh, Kopf ab, irgendwas abgebrochen, nein. Aber achte schon darauf, dass die fest drauf sind, weil oftmals erreichen mich Fragen wie: Hey, grauer Wolf, meine PlayStation 4 macht blaues Licht, dann geht sie aus. Manchmal nicht an der Festplatte, manchmal einfach nur Anpressdruck schrauben. So, erledigt. Dann machen wir da, dass hier richtig reindrückt, dass es richtig drinnen ist. Den Schmarrn hier. Hochklappen, rein, zu,
Zu. Zu. Zu, hast du alle drinnen. Ihr hört schon, ich sage immer zu, zu, zu. Warum? Damit ich für mich selber weiß, dass es richtig drinnen ist. So. Mal gar nicht reingehen. So, jetzt aber. Und hier ebenfalls drinnen. Kontrolliert nochmal nach, dass da echt alles drinnen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bevor wir jetzt zusammenbauen, Leute. Aha, haben wir das gesehen? Seht ihr das hier? Macht es am besten nicht so. Außer wenn ihr wisst, dass es geht. Also achtet auch auf die Kabel hier, habe ich es falsch gemacht. So. Dann schaut nach, die drei Kabel lassen wir noch draußen. Und dann nehmen wir den Deckel. Wenn wir drauf liegen. Wieder aufpassen, dass der hier in die. Ist euer auch so schief? Mein Deckel ist total schief. Also ich, meiner Meinung nach, ist das die PlayStation, wo Sony echt einen richtigen Schmand an Bord hat. So. Die Kabel hier draufklipsen. 1. Na komm her. Da durch. Da rein. Da durch. Da rein. Da rein. Da durch. Achtung, hier ein bisschen aufpassen mit dem Kabel. Ich sage, ich lasse jetzt extra alles so da, damit es auch sieht, dass bei mir auch viel falsch läuft, viele Fehler passieren. Eben. Ich weiß nur, wie Plätze ineinander gebaut habe, schon sehr viele. Aber Fehler passieren halt immer und immer und immer noch. Das Kabel hier können wir ein bisschen länger ziehen. Nicht probieren müssen, oder? Da rein, durch, so, da rein, da rein und dann dadurch jetzt da. So. Also hier mal durchlaufen lassen. Guck nochmal nach, wie viel zusammenschraubt. Dass alles drinnen ist. So. Jetzt kommt's. Wir haben ja zum Glück. Ja, ich muss eingeben, so. Wir haben ja zum Glück die Fotos gemacht am Anfang. Jetzt können wir schauen. Aha, hier oben. Hier, mal jetzt da, hier. Hier waren diese vier Kreuzschrauben drinnen. Kreuzschrauben haben wir hier rein. Und dann fangen wir an. Kreuz. So, und jetzt hätte ich jetzt die Schraube, kann ich euch was erzählen. Und zwar das T-Shirt, was ich anhabe,
Habe ich schon ewig lange, habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Also wenn jemand über mein T-Shirt beschwert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß, ist ein doofes T-Shirt, aber dann ist eh Lockdown, ich gehe eh momentan nicht draußen, dann ist noch dazu Winter. Fast Winter, 3 Grad waren es heute. Da habe ich eh noch 2 Jacken an, weil ich in Deutschland friere. Insofern hat das bei mir sicher nicht das zu tun, was es bei einem oder anderen Menschen zu tun hat, der das T-Shirt anhat. So, jetzt wollen wir kurz loswerden, nicht, dass mir jetzt jemand in die Kommentare haut. Du Nazi oder sonst ein Blödsinn. All das bin ich nicht. So. Danach haben wir hier. Und hier. Nein, Moment. Wo bin ich denn da? Da ist Festplatte, dann ist das hier. Genau, mal hier und hier. Und wir müssen an das Netzteil denken, Leute. Wir müssen noch an das Netzteil denken. Das ist relativ wichtig. Deswegen habe ich gerade ein bisschen überlegt. Leute, nun bitte unbedingt ans Netzteil. Weil, wenn wir das nachher zudrehen und das Netzteil reinpupeln, ey, das Netzteil nachher dann reinpupeln wollen, auf die Schraube draufdrücken, glaube ich, braucht man niemandem zu erzählen, was dann passiert. Dass dann mit Pech das Netzteil kaputt geht oder ihr bricht irgendwas durch und dann ist die PlayStation kaputt. Für die Leute, die jetzt auch nochmal sicher gehen wollen, machen gleich das Netzteil rein. Danach die Schrauben, ich mache schnell die Schrauben zu. Danach das Netzteil rein. So, man muss ein bisschen gucken. So. Jetzt hätte ich hier Schraube, Leute. Also ich schraube jetzt das hier alles mit Kreuz und die hier mit Kreuz. Und jetzt hätte ich hier Schraube, Leute. Kann ich euch kurz noch was erzählen? Ich supporte nicht alle meine Videos tagtäglich, schaue mir nicht die Kommentare durch. Schaue ich schon ab und zu mal, aber nicht täglich. Also wenn ihr irgendwas Wichtiges habt, irgendwie eine Frage zu einem Video, immer versteht ihr nicht, immer wollt ihr mir sagen, was ich besser, was ich schlechter machen kann. Schreibt mir am besten unter Grauer Wolf in Facebook. Da lese ich schneller als an den Kommentaren in YouTube. Genau. So, wenn euch das Video bisher gefallen hat oder euch gefällt das Video, lasst einen Daumen nach oben da, es gefällt euch nicht, warum auch immer. Daumen nach unten, aber dann auch bitte einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Da ich es dann beim nächsten Video besser machen kann. So. Denkt immer daran nach, fest kommt ab. Und das ist nicht gut. Für Leute, die den Schrauben nicht gemerkt haben, wo die reinkommen. Da wo tiefen Löcher sind, da wo die tiefen Löcher sieht, quasi kein richtiges Gewinde darunter sieht und einfach nur schwarz sieht, da kommen die Torx-Schrauben rein und bei den anderen kommen diese Kreuzschrauben rein. So, ich denke, das wird noch eine Weile dauern mit den Zuschrauben. Also, wir können doch gerne vorspulen. Aber ich will das Ganze nicht überspringen, da viele sicher auch das Problem haben. Wie waren die Schrauben? Also ich mache jetzt gerade nur die Kreuzschrauben, keine Torx, also damit der ein oder andere, der jetzt ein Problem mit den Schrauben hat, vielleicht hier noch eine kleine Hilfe hat, wo welche Schraube reinkommt. Bevor wir jetzt hier groß
überspringen, schneiden, etc. pp. Genau. So. Da wo. Wenn ihr sieht, wo ihr das Gewinde nicht, wo ihr die untere Metallplatte sieht, seht, da kommt eine Kreuz rein. So, wo sie nicht sieht, kommt eine Torx rein. Boah. Leute, passt hier auf, wenn die da reinfällt, die da rauszubekommen. Könnte sogar so weit gehen, dass wir die alle öffnen müssen. Da passt echt bitte auf, Leute. Lasst euch bitte Zeit. So, das waren alle Kreuzschrauben. Ich drehe mal so ein bisschen fest. Immer daran denken, nach fest kommt ab. Und nur für so eine Metallplatte. Ist es sicher nicht wert, den Fenster kaputt zu machen. Wackelt nochmal ganz kurz dran, wenn da nichts wackelt. Draufhauen, damit natürlich was, aber sonst nichts wackelt. Ja. Soll alles fest sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn wieder, wie immer. Ich verrede mich immer. So, umdrehen. Ihr seht, da sind ein paar Sachen drauf. Da ist er doch. Abputzen das Ganze. Und dann. Hier unten. Ich muss kurz schauen, dass ich das irgendwie reinbekomme. Und denkt dran, je mehr Kraft ihr braucht, desto falscher ist es wahrscheinlich. So rum rein. Reinschieben. Macht es meistens bitte ohne Kraft. Rein. Und drinnen. Macht es nicht irgendwie mit dumm, 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 wie man das im Auto machen würde. Im Endeffekt, wenn ihr das Problem habt, Torx, die zwei hier. Wenn irgendwas nicht geht, macht die mir nochmal auf, schaut nochmal nach, warum, wieso, weshalb, bevor ihr irgendwas kaputt macht. So, Leute, denkt an diese Metallplatte. Die reingedreht wird. Buckel. Was ist das? So. Da haben wir noch zwei. Also das sieht, bevor ich irgendwas mache, die umdrehe oder sowas, so immer nochmal nach. Macht es auf, Freunde. Je öfter ihr nachschaut, desto besser seid ihr sicher. Safe seid ihr, Leute, safe. Weil nachher irgendwie noch zwei Schrauben übrig zu haben und dann einen Fehler suchen, das macht einen Wahnsinn. Ich kenne das zu gut. So, jetzt da tun wir die ganzen Löcher zu machen. Warum überhaupt da so x Millionen und eine Schraube drin sind, weiß ich nicht. Aber okay. So. Kampfchat zum Faultier, leistet Tier halt, keine Ahnung, was ein leistes Tier ist. Leistes Flugzeug. Auf jeden Fall ist es echt so, die Lüfter, die ballern manchmal auf, die drehen hoch, du denkst, da startet gerade ein Jumbo.
Airbus A380 in deinem Zimmer. Im Wohnzimmer, oder keine Ahnung, wo die jetzt steht. So. Da ist ein Fall, da ist keiner. Seht ihr, schaut nach dem Fall, wo der Fall drauf ist. Da, wo der Fall drauf ist, da kommen die Schrauben rein. Da, wo kein Fall drauf ist, kommt auch keine Schraube rein. So viel sei gesagt. Warum auch immer. Die dreht fällt durch. Weiß ich nicht warum. Und ja, genau, dann haben wir übrig. Nein, ich hatte noch eine, aber die eine, hier ist kein Fall. Hier ist ein Fall. Oh mein Gott. So, eigentlich wird die auch noch eine rein. Ich weiß nicht warum, bei mir fällt sie durch. Bin ich zu blöd? Ich habe gestern eine Schraube übrig gehabt, genau. Weil ich mir unsicher war, ob doch eine reinkommt, aber. Fall ist da, aber. Leute, eine Schraube zu übrig zu haben, ist nicht so schlimm. So. Wenn wir egal dabei sind, die Festplatte reinschieben. Drinnen die Schraube wieder, eine schwarze kleine Schraube drauf drehen. So. Hoppa, dann die Teile wieder alle holen. Am besten die Tür noch mal kurz abpinseln. Pinseln. Gibt's ein Wort? So. Ja, ihr seid echt irgendwie im Lüften oder was? Ja. Ebenfalls nochmal abpinseln, dass alles sauber ist. So, nein, war schon irgendwie nicht gerade ein bisschen. Blöd, oder? Deckel drauf. Achtet darauf, dass der drauf kommt. Ihr seht, ich mache es von hinten rein. Und hier wieder. Leute, je mehr Kraft, je mehr Gewalt ihr dafür braucht, desto falscher ist es. Also je mehr ihr euch drauf drücken müsst, draufsetzen oder vielleicht irgendeinen Menschen oder einen dicken Menschen fragen muss, der sich mal kurz draufsetzt, dass es zugeht, dann sage ich euch, ist irgendwas sicher falsch und macht es nicht. So, das Ding hier auch wieder drauf, draufschieben. Denkst du einfach draufschieben? Sag ich so leicht. Schraube wieder zu machen. Leute, ich weiß, es ist viel Arbeit. Und es dauert lange. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Aber Leute, denkt bitte immer daran. Macht es einmal richtig, als zweimal falsch. Seht ihr, sich das ein bisschen abpinseln, runterpinseln, keine Ahnung. Und Deckel drauf. Genau, das meine ich, Leute, wenn es nicht geht. Nicht irgendwie bam, bam draufhauen. Macht mit Ruhe. Macht es sorgfältig.
Dann sollte sie laufen. So, Freunde, dann sag ich danke für das Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ich nicht so gut gemacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und vielen Dank fürs Anschauen. Viele Grüße und bis bald, euer Grauer Wolf. Where did you...